Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Noch nach nicht einmal einem Jahr sprechen wir hier im Landtag NRW wieder über das Tariftreue- und Vergabegesetz. Und wen wundert's, CDU und FDP fordern wieder die Aufhebung des Gesetzes. Anlass der heutigen Debatte ist allerdings das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 18. September. Darin steht letztlich eine Banalität, nämlich, dass der Landtag NRW nicht über den polnischen Mindestlohn entscheiden kann. Es ist schon hart, Herr Minister Dün, dass die Landesregierung, dass Sie für diese simple Einsicht die Nachhilfe des Europäischen Gerichtshofs benötigen. Eines vorweg, an unserer Haltung zum Tariftreu- und Vergabegesetz hat sich nichts geändert. Die Intention des Gesetzes, Lohn- und Sozialdumping bei öffentlichen Aufträgen zu unterbinden, unterstützen wir ausdrücklich. Sozialdumping darf kein Wettbewerbsvorteil sein. Das Gesetz abschaffen zu wollen, liebe CDU, liebe FDP, ist deswegen auch grundsätzlich falsch. Wie sich aber Rot-Grün in dieser Debatte aufspielt, ist schon bemerkenswert. Denn auf die europarechtlichen Bedenken wurde sowohl im Gesetzgebungsprozess, aber auch in der letztjährigen Debatte hingewiesen, auch von uns Piraten. Es war aus unserer Sicht daher nur eine Frage der Zeit, bis der Europäische Gerichtshof zu einem solchen oder einem ähnlichen Urteil kommen würde. Ich will an die letztjährige Debatte vom 29. November erinnern. Da stellten sich die Grünen in Person von Frau Kollegin Schneckenberger, aber auch und vor allem die Landesregierung, Schneckenburger, Entschuldigung, auch der Minister Dün in der Plenardebatte hin und behaupteten allen Ernstes, dass das Gesetz auf jeden Fall europafest sei und man keinerlei unionsrechtliche Bedenken habe. Für solche widerlegte Behauptungen und Irreführungen der Bürger in diesem Hause wäre eigentlich mal eine Entschuldigung fällig. Denn hier drängt sich doch folgender Verdacht auf. Sie verschaukeln die Menschen in NRW mit ihrer Politik. Sie halten ihnen ihr Lieblingsspielzeug, die soziale Gerechtigkeit, vor die Nase, wissen aber genau, dass es ihnen höchstrichterlich wieder aus der Hand geschlagen werden wird. Und dann heißt es, Edgy Badge, die Richter haben es verboten. So war es bei der Beamtenbesoldung und so jetzt auch beim Tariftreue- und Vergabegesetz. Ich sag's mal so. Statt echter Politik bekommen die Menschen von Ihnen nur Edgy-Badge-Politik. Aber mit so etwas Wichtigem wie mit der sozialen Gerechtigkeit spielt man nicht, liebe SPD, das sollten Sie wissen. Ich komme zum Schluss. Das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW ist in seiner Ausrichtung sinnvoll, aber in seiner Umsetzung mangelhaft. Es gehört nicht abgeschafft, sondern europarechtskonform ausgestaltet. Die vorliegende Schlappe der Landesregierung vor dem Europäischen Gerichtshof, für die habe ich nur zwei Erklärungen parat. Entweder die Landesregierung hat keinen europapolitischen Sachverstand oder sie ruft ihn nicht ab. Beides ist schlecht für unser Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dün.